Hi, schön, dass ihr da seid. Wir haben gestern den Gurtbock reinbekommen. Das heißt, wir haben jetzt die Grundlage, um 2 weitere Sitze einzubauen, hinten drin. Und das heißt, wir können auch bald endlich alle gemeinsam mit dem Auto mal durch die Gegend cruisen. Das ging ja nicht bisher, gab's nur 3 Sitze. Jetzt, sobald wir hier ein Gestell drumherum gebaut haben, einen Kasten mit Polstern, können wir das auch zu 5. Bei 4 Leute sind wir momentan. Noch ist das Baby ja nicht da. So, Sekunde, ich stelle euch hier mal kurz ab. Also, das ist ein Gurtbock, ein Metallgestell, hauptsächlich Alu. Hier ist, glaube ich, ein bisschen Stahl mit verbaut. Und da sind die Gurte, 3-Punkt-Gurtsystem. Zack. Ne? Und hier bauen wir dann im Endeffekt noch einen Holzkasten rundherum und eine Rückenlehne. Die Kopfstützen kommen auch mit dazu. Die habe ich auch von der Firma mitbestellt. Und dann kann man sich's hier gemütlich machen. Aus dem Fenster gucken, dass wir hier noch mit haben. Müsste gut gehen eigentlich. So, oh, ist ein bisschen schief, sehe ich gerade. Also wo habe ich das machen lassen? Falls ihr Lust habt, auch sowas machen zu lassen. Die Firma heißt VSR. VS Rückensysteme oder so. Sitzt in Bamberg und da sind wir gestern dann auch hingefahren. Gleich in der Früh, nachdem wir die Kinder zum Kindergarten gebracht haben. Und von hier aus ist es eine halbe Stunde Fahrt. Ja, und dann hat uns der Wolfgang begrüßt, hat uns gleich mal einen Kaffee angeboten. Das war sehr sympathisch. Und dann haben wir ein bisschen besprochen, ja okay, wo soll es hin, wie weit von der Wand weg. Also es gibt da ein paar Möglichkeiten, wo man das positioniert, wie weit auch vom Rücksitz weg. Er meinte, es war dann relativ klar, dass wir den so nah wie möglich dran haben wollen. Das heißt, ich habe jetzt meinen Sitz schon so eingestellt, dass ich bequem sitze, ne, den Fahrersitz, weil ich ja der Größte von uns bin. Und dann haben die das entsprechend hier angepasst. Und das ist, ja, also da passt gerade mal meine Hand noch dazwischen. Mehr wäre echt nicht gegangen. So. Es hat dann insgesamt 6 Stunden gedauert. In der Zeit haben wir uns die Zeit in Bamberg vertrieben. Petra ist dann zwischendurch schon nach Hause mit dem Zug wieder abgedüst. Und mal irgendwie die Zeit verplempert im Endeffekt. Ne? Und ja, als ich wiederkam, war das Ding soweit fertig. Sieht wirklich solide aus. Also ich meinte auch, man kann jetzt theoretisch das Auto an dem Teil hier hochheben. Der TÜV hat das jetzt natürlich so noch nicht gesehen. Das wird so ablaufen, dass sobald ich mit dem Umbau fertig bin, sobald ich es quasi meinem TÜV vorführen würde zur Nutzungsänderungsmeldung, ne, dass es ein Wohnmobil ist und kein LKW mehr, da gebe ich dann dem Wolfgang nochmal Bescheid in Bamberg und dann fahren wir zu denen raus und die übernehmen das dann alles. Die haben da ihren Kollegen beim TÜV, der sich das dann eben nochmal anschaut und der dann auch die zusätzlichen Sitzplätze einträgt. Und dann sollte die Sache laufen. Soll heißen, im Großen und Ganzen bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit der Geschichte. Ging flott, Wolfgang war sympathisch. Preislich sind wir bei 1750 Euro gelandet. Was, glaube ich, für so eine Sitznachrüstgeschichte, die dann eben vom TÜV auch noch abgenommen wird und so, ja, ist okay. Ist vollkommen im Rahmen. Also die Alternative wäre dann noch Schnierle gewesen, die haben einen Sitz in Gershofen bei Augsburg, was auch nur in der Nähe gewesen wäre. Da wäre dann dieses Schienensystem, da hätte man die Sitze dann natürlich auch ein- und ausbauen können. Wäre auch interessant. Dann hätte man hier nämlich doch auch noch mehr Laderaum, falls man das mal wollen würde, aber ist ja für uns eigentlich uninteressant. Und da wären wir teurer gewesen. Ziemlich sicher wären wir da wesentlich teurer weggekommen. Von daher, hier jetzt die Möglichkeit zu haben. Ja, bei Schnierle hätten wir dann auch richtige Autositze drin gehabt, ne? Also so wie die Sitze vorne oder die Sitze, die ihr sonst in Autos kennt. Und wir wollen ja hier eigentlich unsere Sitzgruppe haben. Das soll eigentlich gemütlich sein. Und deswegen hier die Möglichkeit zu haben, einfach einen Kasten und den schön zu polstern und das so ein bisschen in unserem Style zu machen. Ja, deswegen ist die Wahl im Endeffekt auf den Gurtbock dann gefallen. Genau, was haben wir sonst noch gemacht? Nicht viel, ich habe hinten an der Tür noch ein bisschen weiter gemacht. Beziehungsweise bei der Verkleidung des Fensters. Hier, vorher war das ja so, ne? Man sieht hier noch die ganzen Verschraubungen und da habe ich jetzt nochmal
einen Holzrahmen oben drüber gepackt, der eben diese Schrauben verdeckt und der gleichzeitig eine Halterung ist für dieses schicke IKEA-Aufbewahrungssystem, sodass das dann nach ein bisschen mehr ausschaut, wobei wir da oben drüber dann jetzt auch nochmal eine Blende machen werden, die halt hier rundherum dann abschließt. Und dann haben wir jetzt beschlossen, dass wir hier auch nochmal ein Holz drüber machen werden, wo es geht, und nur die kleinen Reste, die bleiben, dann nochmal mit Stoff verkleiden. Das ist so die Idee. Das Ding hier, wie ich das genau gemacht habe, zeige ich euch mal in einem anderen Video. Ich habe jetzt nichts gefilmt von dem hier, weil das viel ausprobieren war und gucken, wie geht's raus und wo muss ich schneiden und so weiter. Aber ich habe ja noch zwei Fenster, wo ich das genauso machen werde, und dann gibt es da bestimmt noch genug zu zeigen für euch. Ne? Weil da ist ja offensichtlich Bedarf beim Umgang mit diesen Fenstern. Ach ja, was ich da übrigens das letzte Mal vergessen habe, vielleicht sieht es noch jemand, sonst erwähne ich es nochmal extra, das Ausschnittmaß. Ne? Also ihr bestellt diese Fenster ja nach Größe, und die Größe, die ihr da bestellt, das ist das Ausschnittmaß. Also die 50 mal 45 cm, die das Fenster hat, das ist genau das, was ihr hier ausschneiden müsst, damit das gut reinpasst. Und dann habt ihr hier in den Ecken noch einen Kreis mit einem Radius von 7,5 cm, den ihr dann anzeichnen könnt. Ne? Also 50 sind es im Endeffekt von hier, von der Ecke bis zu der, und 45 von da bis da. Und dann geht ihr da nochmal mit einem Radius von 7,5 cm ran. Dann habt ihr den Ausschnitt perfekt. Habe ich auch erst beim dritten Fenster so richtig umrissen, dass das so. Ich habe sonst immer irgendwie mit auf ein Stück Karton gehalten und durchgezeichnet und sowas. Die Ausschnitte hier, die sind nicht so sauber wie der in der Schiebetür, der dritte. Der ist gut geworden. Genau. Achso, und ansonsten haben wir hier noch unsere nette kleine Aufbewahrungsgeschichte montiert. Da haben wir auch das ist eigentlich so ein Schrankordnungssystem von IKEA. Das sind vier so Dinger nebeneinander eigentlich, ne? Und die haben wir auseinandergeschnitten, einzelne Bahnen. Und das haben wir hier einfach mit doppelseitigem Klebeband, mit dem extra starken Klebeband hier noch an die Seite gemacht. Dann hat man hier auch nochmal zusätzlichen Stauraum für, keine Ahnung, in der Nacht die Socken oder so, was weiß ich. Mal sehen. Ja, soweit. Ne? Ihr seht, es geht immer fleißig voran. Am Freitag bringe ich das Auto dann nach Würzburg, beziehungsweise Zellingen bei Würzburg, um da das Aufstelldach machen zu lassen. Das wird auch nochmal eine spannende Geschichte. Aber da ist es dann 2 Wochen weg. Mal schauen. Vielleicht setze ich in der Zeit den Vlog auch aus, weil es ja schon eigentlich hier um die Campervan-Geschichte geht. Vielleicht mache ich da ein bisschen weniger auf jeden Fall. Mal gucken. Habe ich mir jetzt noch nicht so die Gedanken darüber gemacht. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ne? Also ab 17. Mai bis zum 31. ungefähr könnte es sein, dass da ein bisschen weniger Content von mir erscheint. Genau. Also dann, schöne Zeit und bis bald. Ciao, ciao.